So, dann, ich glaube, ich will heute mal wieder ein anderes Revier sehen. Danke fürs Nachfragen, Luna. Also theoretisch kann man es, aber ich weiß nicht wie. Er hat einen RL-Tag lang bleiben die Fische ja frisch, also kann ich nachher nochmal versuchen, ob ich was rausfinde. New England sind wir mal wieder, waren wir schon lange nicht mehr rumgerannt. War auch nur teilweise aufgedeckt. Nur so wenig ist das eigentlich nicht. Wir haben hier schon auch einiges aufgedeckt. So, Kinas, was machen wir heute? Das Revier ist natürlich viel größer wie in Afrika. Spuren. Ich finde hier diesen Herbstwald einfach so schön mit diesen ganzen roten Farben. Das finde ich so wahnsinnig schön. Hier hat es Wachteln. Direkt vor der Haustür hat es Wachteln. Das dürften Elche sein. Habe ich doch jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin doch morgen überhaupt nicht da. Bin doch im Krankenhaus. Schon muss mich checken lassen, ob die OP nächste Woche gemacht wird. Und die Woche drauf ist dann wahrscheinlich die OP. Und danach wollen wir ja dieses andere Spiel noch antesten zuerst. Aber es wird wieder Gemeinschaftsjagden geben. Nur es wird jetzt ein bisschen dauern. Schwarzbär. Ja. Ne, wie gesagt, aber das habe ich auch im Discord schon vor 4 Wochen angekündigt. Seit die nächsten 2 Mittwoche bin ich auf jeden Fall mit Klinik. Ich weiß auch nicht, ob wie lange ich dann, wenn ich nächste Woche die OP habe, wie lange ich dann überhaupt im Krankenhaus bin. Das weiß ich ja alles noch gar nicht. Morgen ist ja nur eine Untersuchung. Und dann sollte ich eigentlich wieder nach Hause dürfen.
Und dann schauen wir weiter. Das ist ein Elcho. Und wie gesagt, und dann wollen wir ja dieses eine Spiel, das Sabi uns mal nahegelegt hat, ausprobieren. Das kenne ich ja auch noch nicht. Klang aber ganz interessant. Das soll in der Demo ungefähr 8 Stunden Spielzeit haben. Das heißt, wir werden ja knapp drei Streams damit verbringen. Wir sind ja meistens ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, es geht, gibt auf jeden Fall wieder Jagden. Wie schön das aussieht, guck mal. Dieses Weiß und Lila, das sieht so schön aus. Und dazwischen noch Klee. Wie schön. Schon. Eine Elschwiese. Ja, kann man was mit anfangen, ne? Die deckt fast die ganze Wiese ab, der Hochstand. Das ist okay. Kann man nicht meckern. Wo ging's hier raus? Meine Mutter. So. Und Wachteln soll es hier auch geben. Winzige kleine Füßchen. Ich sehe ich hier so schlecht. So Wachteln finde ich schwer zu jagen. Sieht man so schlecht. Ein Rotfuchs, der sich aufregt. Ein nervöser Rotfuchs. Problem ist nur, ich sehe ihn nicht. Der Wind steht aber gut. Vielleicht kriegen wir ihn ja angelockt. Yeah.
So ein Füchschen haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Ein Brunftschrei entschnauft. Ich sehe die Viecher nicht. Muss unser Hund herkommen? Da. Nimmst die Füchse wieder. Ich bin ein schwer verletztes Häschen, komm zu mir. Erlöse mich, lieber Fuchs. Ich ruf dich. Nicht widersprechen, machen. Kein Olafuchs zu sehen. Was läuft da hinten? Nein, das sind Elche. Stufe 8. Dann schieß mal halt einen Elch. Falls ich ihn getroffen habe. Nur ein bisschen schnell in China und das sieht gut aus. Das sind große Blutlache. Ich habe gut getroffen. Ein tödlicher Treffer, ne? Das fängt doch prima an, oder? Anständige Portion Elchfleisch. Was drin steht denn jetzt hier? Nee, das ist Futter, oder? Ja. Bärenfleisch. Und der Hund lauft sich hier tot. Das Blut. Komm. Leuchte da hinten. Der Elch kann nicht mehr weit sein. Ich glaube, da vorne liegt er, oder? Sieht so aus. Ja, ich komme. Und da ist das. Ja, da liegt er. Da liegt er.
Eine Elchkuh haben wir geschossen. Nun, Muskel, Leber und Magen. Nicht schlecht. Dreihundertsechzig Kilo schwer. Ist okay. Reicht für uns alle. Ist fein gemacht. Elche und Schwarzbären haben denselben Fressplatz. Was sagt uns das? Dass die Elche wohl Bärenfutter sind? Er ist auf der Flucht, obwohl der Wind uns nicht mal ankündigt. Wir sehen den nicht mal. Schade. Die Füchse stromern bestimmt hier rum, weil es hier Wachteln gibt. Da versteckt sich ein Bärchen. So, dann gucken wir mal. Und Kinders, erzählt mein Bruder nicht, dass wir einen leckeren Elch geschossen haben. Sonst kriegt ihr alle nichts ab, ihr kennt ihn ja.
Ja. Was habe ich euch gesagt? Über was haben wir noch mal genau gesprochen? Erzähl mal. Ich glaube, ich hab's gerade vergessen. Endspuren. Da sind wieder Wachtelspürerinnen. Was futtert ihr heute eigentlich so, Kinders? Erzählt mal. Mit Dirk macht wahrscheinlich wieder Hühnersuppe. Es ist ja Dienstag. Minispielchen. Die haben so winzige Fußabdrückchen, die Wachteln. Was aber nicht heißt, dass ich sie deswegen finde zum Schießen. Ich glaube, eine Wachtel haben wir noch nie geschossen, ne? Wir sind wieder am Startpunkt, genau. Wartet mal, ich guck grad mal was. Und zwar gibt es hier irgendwas, wo ich das 9er Gewehr brauche? New England. Nö. Dann brauche ich das doch eigentlich gar nicht mitschleppen. Und dann können wir vielleicht den Cola mitnehmen. Lasst mich mal gucken. Hier gibt es keine Beute für das ganz große Gewehr. Nun, zeig mal her. Auslager. Sollst du gehen? Dann können wir nämlich diesen lustigen Cola mitnehmen und uns hier oder da noch einen Spaß gönnen. Mal schauen, was wir damit anstellen heute. Auf die 9.
Gut. Dann haben wir den neuen Rufer dabei. Und dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. Der müsste doch auch. Ich will noch mal was gucken. Ist zu nah am Außenposten, gut. Die Kriegende soll angeblich die Wachtel drauf reagieren. Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Gut, werden wir sehen. Erstmal suchen wir uns einen schicken Platz, wo wir vielleicht was locken. Und dann testen wir mal, was der Rufer uns Schönes beschert. Wir haben den ja erst einmal getestet. Aber ich kann ihn halt auch nicht immer mitnehmen. Es kommt halt echt drauf an, wie viel Platz ich habe oder ob ich bereit bin, auf eine bestimmte Beute komplett zu verzichten. Das ist schwierig. Wir hören dauernd Bären rufen. Wer hat Böcke auf dem Bärenschinken? Schon mal Finger heben. Vorausgesetzt, wir finden einen, der nicht nur aus der Entfernung plärrt. Wie gesagt, ihr dürft gerne weiter babbeln, das stört die Tiere nicht. Man kennt das. Das sind Bärentatzen, oder? In die falsche Richtung. Da ist er.
total im Gestrüpp. Jetzt probieren wir was. Müssen wir natürlich noch ein bisschen weg. Und warten. Das klingt nicht ganz so schlimm wie das Häschen. Runter. Da ist er. Sicher kommt. Er ist neugierig. Und hungrig. Der könnte kommen. Ja, tut er. Er kommt, seht ihr? Er kommt. Da ist er. Bitte dich mal kurz aufstellen. Ich sehe dich nämlich so nicht. Ich habe noch Fischen eingestellt. Oh, danke. Habe ich tatsächlich vergessen umzustellen. Da kommt er. Perfekt. Ja, passt perfekt. Schalte ich gleich um. Ein bisschen, ja. Tatsächlich. Da vorne liegt unser Bär. Dieser Dauerlaut, der finde ich ein bisschen nervtötend. Ansonsten finde ich die, abgesehen vom hohen Gewicht, gar nicht mal so schlecht. Also grundsätzlich, warte mal, ich ändere das mal gerade. Was haben wir hier gesagt? So, Hunter, Call of the Wild. Titel lasse ich jetzt mal, ich habe nur die Rubrik geändert, dass wir im Richtigen angezeigt werden. Und danke. Dankeschön. Den kann man auf lautlos stellen. Müssen wir gleich nochmal angucken. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht entdeckt. Und ich habe ihn heute das zweite Mal erst dabei. Immerhin ein Silberbärchen. Guck euch an. Die Lunge haben wir geschossen, das Schulterblatt haben wir zerschossen. Perfekt. 1300 Gold. Warte ich gleich. Was hast du gesagt? System? System? Ton? Da. Man kann sie vor allen Dingen viel leiser machen. Danke. Das reicht ja auch schon. Ich danke dir. Das hilft uns auch schon. Das ist ja nicht so nervig. Perfekt. Probieren wir gleich mit dem Fuchs noch mal aus. Was haben wir gesagt? Ein Rotfuchs war das, oder? Ne?
Ja, viel besser. Viel besser. Ja, aber die haben dasselbe Lockruf, die Füchse. Von daher. Dreiergewehr. Jetzt muss ich noch aus der Deck, aus dem. Gleich. Nee, dann weiß ich. Vergesse ich, dass ich den anhab. Das wäre schlecht. Ich muss nur aus der Sicht noch ein bisschen. Ablegen, der Wind ist gut. Und leg dich hin. Wie unser Video. Wie meinst du das? Was für unser Video? Ich glaube, da oben ist er. Jetzt warten wir, ob wir den Fuchs angelockt kriegen. Da war gerade was. So ausdauernd würde ich nie Häschen spielen, wie der gerade rufen tut. Dann kriegt man keinen Zuckerschock. Soll ungesund sein, wenn nicht gejagt. Kein Kommentar. Nun warst das doch mit der Krickente auf Wachteln. Hat das bei dir funktioniert? Hat nicht funktioniert, okay. In Wachteln gibt es hier ja auch. Nur sehen tue ich sie halt meistens nicht, weil sie viel zu winzig sind. Und dann stehe ich schon aus Versehen drauf, so nach dem Motto.
Ja, scheint keinen Erfolg zu haben mit dem Fuchs. Der Wind steht gut. Aber ich sehe keinen. Könnt ihr mal. Der hat uns eigentlich nicht bemerkt. Er ist noch da. Der brunft immer noch. Der ist eigentlich gar nicht so weit weg. Aber er möchte sich paaren und nicht essen. Das ist das Problem. Er ist aber noch da. Die Füchse haben dasselbe Warnruf. Kanickel. Ich spiele auf PC, ja. Wobei Call of Wild habe ich ja auf Epic. Und das Angelspiel halt auf Steam. Und Call of Wild gab es ja bei Epic mal kostenlos. Da habe ich mir das damals geholt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich so Spiele überhaupt mag. Ja. Ja, für Epic ist das immer ein bisschen schwierig mit Geschenke. Tatsächlich. Da geht es ja nur entweder über PayPal oder du hast einen Drittanbieter, der tatsächlich Epic-Codes vergibt. Die gibt es tatsächlich nicht so oft. Die meisten haben ja Steam. Der Säckel kommt nicht näher. Das Problem hatte ich ja mit dem DLC, das ich da gekriegt habe. Die hat auch mit PayPal das machen müssen, weil ich das anders das nicht dran gekommen wäre. Weil Epic nicht wie Steam eine Geschenkfunktion hat. Warum auch immer die das nicht haben. Bis denn, ciao, ciao. Faulpelz, der liegt noch im Bett um 12 Uhr mittags. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Gut. Der Fuchs macht uns heute kein Gefallen. Hallo Winnie, grüß dich und Dankeschön für dein Follow. Quatsch, wo ist mein? Da. Grüß dich. Schön, dass du hergefunden hast. Wir gucken nachher mal einen anderen Standort, wo wir mehrere Tiere rufen können und mal gucken, was wir kriegen. Immerhin haben wir schon eine Elchkuh geschossen. Eher fast aus Versehen, aber egal.
Schwittern Fuchs. Ich glaub's ja nicht, aber. Nee. Ist kein Hasi. In der Regel komme ich da eh nicht nah genug ran. Du bist still. Winnie, hast du so eine Lieblingsbeute oder Revier, wo du jagen gehst? Du, genau du. Wie kommen wir das so doof an, dass die Viecher wieder hinterm Hubel sind? Dann kriegen wir sie nicht zu sehen. Doch keine Chance hier. Ja, falsch machen kann ich ja nicht viel. Und einen guten Schuss zu setzen, ist tatsächlich pure Übung. Am Anfang habe ich mir unglaublich schwer getan. Ich musste kilometerweit meine Beuten verfolgen. Mittlerweile klappt das meistens ziemlich gut. Und das ist tatsächlich einfach nur Übung. Und die Geduld, ein Tier zu finden, zu verfolgen, um dann zu schießen. Das gehört natürlich dazu. Wenn du da keine Geduld aufbringst, hast du keine Chance. Und die Geduld haben. Also so Ansitzjagd, die mache ich auch nicht gerne. Die finde ich langweilig. Aber ich pirsch mich gerne ran. Ich kriege immer nur die Krise, wenn die Tiere einen schon warnen. Und wir sie nicht mal sehen. Sicher, wir sehen ja gar nichts. Wenn hier irgendwo strummert ein Fuchs rum. Der uns gerade ein bisschen ärgert. Ja, und natürlich muss man halt lernen, welches Tier welche Kaliber im Schuss braucht, damit es nicht verschießen tust. Und der Rest ist reine Übung. Du bist über einen engen Angelraid zu mir gekommen. Ah ja, da hatte ich ja erst einen. Das war ein ganz großer. Sehr schön. Es freut mich, dass du wiederkommst. Geangelt haben wir heute Morgen auch schon. Ich habe heute sogar das Glück gehabt, eine Trophäe zu angeln. Nur habe noch nicht rausgefunden, wie man die ins Haus hängt. Das war ein bisschen schade. Ist der dusselige Fuchs noch da oder nicht?
Der Hund meldet halt auch nichts. Was? Man muss am Moment. Man muss am Moskitosee zum Tierpräparator. Wo ist denn der? Blöde Frage, wo ist denn der? Kann mich nicht erinnern, einen gesehen zu haben. Weil vorne der Bereich, wo der Angelladen und alles ist, war nix. Am Haus konnte ich auch nichts machen. Wo ist denn der Präparator? Muss ich noch einmal noch mal gucken. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Das hilft ja schon mal ein Stück. Muss ich nachher noch mal gucken. Bin nämlich neugierig, wie teuer das wird. Ist der am Haus hinten, die bei den Häusern irgendwo oder? Ich dachte, ich hätte mir schon alles angeguckt an dem See. So viel zum Thema. Gucke ich mir noch an. Danke für den Hinweis. Gucke ich mir noch einmal an. Dann weiß ich das auf jeden Fall für die nächste Trophäe. Weil vermutlich habe ich eh nicht genug Silber für das zu machen, aber ich will es zumindest wissen, wo es geht und wie es geht. Ich danke dir. Oh meine, dass ich ein eigenes Haus habe, habe ich ja auch ein paar Tage gebraucht, bis ich das überhaupt mal mitgekriegt habe. No. Ja, ich meine, das ist meine erste Trophäe, weißt du? Und es war immerhin eine Schäferkrundel, eine richtig große. Nachdem er ja gestern so mega gefrustet war vom Angeln und dann heute die Trophäe. Ich für dein Gründling 300 Silber bezahlt. Ich habe nur 250. Ich bin mal gespannt. Leider kann man die Beute ja nicht ewig aufheben, wie hier bei Colin Wild. Wenn ich da kein Geld habe, dann lasse ich sie halt so lange in der Tasche, bis ich das Geld habe. Das geht ja bei den Fischen nicht. Ich glaube, spätestens morgen um die Zeit ist er vergammelt oder so. Vor allen Dingen habe ich ja nicht mal direkt mitgekriegt, dass ich eine Trophäe geangelt habe. Mich nur gefreut, dass ich noch nie so einen riesen Grundel gesehen habe. Und dann erschätzt so, ja, yeah, Trophäe, bla. Huch.
Buch. Das irgendwo. Wo ist er? Also ich habe halt nur gelesen, dass du einen Echtag Zeit hast, bis die Qualität des Fisches, naja, so, ne? Nicht mehr Dingsbums ist. Trophäen weiß ich natürlich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, so ein Stinkefisch eine gescheite Trophäe noch draus zu machen. Keine Ahnung. Muss egal, ich guck mir das nachher an. Und dann kann ich euch das ja erzählen. Was ist das denn? Seht ihr irgendwo einen Truthahn? Ich meine, der ist ja eigentlich nicht zu übersehen. Ja, genau, die Händler kaufen es für den Verzehr. Und das Kaffee zahlt sogar ein bisschen besser. Soweit so gut. Wie gesagt, dass es da ein extra Präparator gibt, das habe ich nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich habe halt überhaupt keine Ahnung vom Angeln im echten Leben. Und dann, ja, bin ich mir da mühsam am Rumfummeln. Hin und wieder zum Glück mal jemand im Chat, der ein bisschen sich auskennt und einem das erklärt und hilft. Bei Call of Wild kommst du ja intuitiv rein. Also bei der Jagd, finde ich, kommt man relativ intuitiv rein. Aber beim Angeln, reden wir nochmal drüber. Wo ist der dusselige Truthahn? Ich will jetzt Truthahnfleisch. Schon mal für Halloween schießen, ihr wisst Bescheid. Er ruft auch nicht mehr. Aber wegfliegen habe ich ihn halt auch nicht gehört. Das hört sich ja immer ein bisschen an wie ein Propeller. Mensch, ein Truthahn ist doch groß. Warum sehe ich den nicht? Wenn man rotzfrech das Ding da vorstellen. Ich habe da bei jemand anderes mal zwei, drei Sachen angeguckt. Da ist er doch. Geschafft. Unter Wasser Frank oder sowas heißt der. Über dem seine Videos bin ich gestolpert. Halt damals, wenn nichts Besseres wusste. Oh, ich habe sogar eine Lunge getroffen.
Wir haben schon bessere Schüsse mit Truthahn gehabt, aber es gibt dann eine Pute. Es ist ja ein Weibchen, also Putenfleisch. Lecker, lecker. Ja, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Und wie ich dann das erste Mal diese Zuppelrute benutzen wollte, weißt du, wo man die ganze Zeit kurbeln musste. Ich habe keine Ahnung, hat, wie das funktioniert. Ich fange auch heute noch nicht wirklich was mit der. Wie heißt denn das jetzt? Pillen? Nee. Habe ich mir den Namen vergessen. Ist die Angel, die ich am wenigsten benutze, weil ich mit der einfach kein Glück habe mit Fangen. Lässt die Würste aus und dann muss ich die ganze Zeit dudeln und mech. Zu 99% ist dann trotzdem nichts dran. Das ist nervtötend. Bei anderen brauchst du einfach nur warten. Viel fingerschonender. So. Noch ein Dreiviertelkilometer, bis wir den nächsten Außenposten gefunden haben. Und immerhin gibt es heute Elch und Putenfleisch. Ich habe doch gerade einen Ruf gehört, egal. Ja, wie gesagt, also Grundangel funktioniert ganz gut. Das Stippen komme ich ziemlich gut damit klar. Nur die dritte Angel, die ich bisher benutzen kann, die, da tue ich mir schwer mit. Aber man muss ja nicht alles machen. Ja. Grundangeln finde ich auch sehr entspannend. Ich habe meistens so eine Grundangel stehen und dann tue ich nebenbei noch Stippen. Das ist schön. Schön gemütlich. Wenn sie denn beißen. Nur heute Morgen ging das relativ gut. Nee. Weißwedelhirsch. Stippen ist halt gerade am Uferrand, finde ich, ziemlich praktisch. Gerade nachts oder so, wenn sie vorne am Rand hocken. Damit habe ich auch die Trophäe heute gefangen. Weil die ziemlich nah am Ufer war. Und ich finde, das geht mit der Stippe eigentlich ziemlich gut. Ich habe doch gerade einen Hirsch gehört. Wo ist er? Was ist dein Häuschen? Da laufen sie. Lol. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen weg. Das ist ja, wie gesagt, der neue Rufer. Wenn du den noch nicht gesehen hast. Ja, Spinnen, wie gesagt, das kriege ich nicht hin.
Das geht mir vielleicht auch nur zu sehr auf die Finger, keine Ahnung. Das ist ungünstig. Für Geräusche von sich gibt. Ja, sehr gut. Ja, hier kommen wir ungünstig. Besser. Setz dich. Und wir müssen warten. Ja, ich liebe es. Spinnen ist nur dann interessant, wenn die Schleppangeln geht. Ah, okay. Achso, ja, dann musst du nicht dudeln, sondern die zieht ja dann automatisch, ne, durchs Wasser. Genau. Macht Sinn. Oh, so weit bin ich ja noch lang nicht. Hier ist gerade mal Level 11. Bin nur ein ziemliches Baby. Das ist eine ganz blöde Richtung, wenn sie von da kommen. Weil da stehen wir voll gegen den Wind. Die hier unten gerufen haben, sind noch nicht mehr da, ne? Immer die falsche Tastenbelegung. Die hören sich eigentlich ziemlich leise an. Ah ne, mir haben das ja leiser gestellt. Ich bin doof. Sind keine mehr da, oder? Die sind weg. Ja, wir sind im Wind ein bisschen ungünstig. Neue Chance. Also ich finde diesen neuen Rufe eigentlich ziemlich gut. Im echten Leben macht dieses Spinnen eigentlich unheimlich viel Spaß. Ein Chicken sagt mir halt gar nichts. Wie gesagt, ich habe ja überhaupt keine Erfahrung mit Angeln. Und da finde ich halt, fehlt einfach eine richtige, wie bei den meisten Spielen, dass man gescheit an die Hand genommen wird und Infos kriegt. Für ein Hobby, das man vielleicht eben nicht im echten Leben betrifft. Und dann halt auch reinfinden kann.
Das ist ziemlich schwierig, finde ich. Da ist irgendwo ein Luchs gewesen. Na, guck. Okay. Wenn hier mit Call of the Wild habe ich halt den Vorteil, dass ich von Kind auf sehr tieraffin bin und mich mit Tieren an sich relativ gut auskenne. Dann finde ich, jagen lernen fand ich jetzt überhaupt nicht schwer. Während ich das Angeln lernen tatsächlich schwerer finde, weil ja. Mit Aquaristik ist gut und schön und Teich und so Zeug. Damit kenne ich mich mit Fischen ein bisschen aus. Also mit den Tierfisch. Aber welche Bedürfnisse die haben, etc. Ich habe jetzt Zoofachhandel mal gelernt. Aber das ist halt nicht dasselbe, ne? So, und gleich haben wir die nächste Außenposten erreicht. Mal wieder ein Stück freigeschaltet der Karte. Nicht jetzt? Ob man ne kriegen? Den Teddybär, was meint ihr? Kriegen wir ihn? Aber so oft wie der gewarnt hat, ist der doch bestimmt schon auf der Flucht. Still. Put, put, put. Wir haben wieder keine Chance, was zu sehen. Ich hasse es. Die Viecher nehmen dich durch den Berg wahr. Du hast keine Chance, was zu sehen. Ach, herrlich. Jetzt wieder die Frage, ist er noch da oder nicht? Gehe ich aus der Hocke raus, rennt er bestimmt gleich weg. Weil wir zu ungeduldig waren. Du mal weiter uns ranpirschen, ist er längst schon weg und es war umsonst. Das Spielchen kennen wir auch, ne? Ich sehe gar nichts. Da hinten irgendwo ist ein Truthahn. Seht ihr irgendwas Schwarzes, was da nicht hingehört?
Angeln? Ja, definitiv. Aber jagen finde ich auch. Also ein bisschen was über Tiere und Verständnis für Tiere braucht man halt auch, um das erfolgreich hinzukriegen. Ein bisschen. Ich glaube, der ist weg. Die Jäger sind so hypersensibel. Da steht er! Da steht er! Unser Teddybär. Wie weit? Schade. Ich hätte gleich schießen sollen. Ich wollte gerade auf den Bogen umgehen. Ich hätte nicht zögern sollen. Ich hätte gleich schießen sollen. Schade. Da war er. Schon wieder ein Graufuchs. Der veräppelt uns heute doch auch, oder? Läuft uns nach und ärgert uns die ganze Zeit. Das falsche Gewehr. Teddybärchen, komm. Komm. Du darfst dich auch vor unseren Kamin legen, ich schwöre. Findest du bestimmt ganz toll. Ich arbeite in der Landwirtschaft und mein Chef ist Jäger. Dadurch habe ich einen Bezug dazu, ja. In meinem echten Leben gehe ich auch nicht jagen, aber also ich habe ja schon Jahre, wo ich immer mit Survival zu tun habe, mit Survival-Spielen und so Zeug. In der Ansicht, was ich im echten Leben immer viel beschäftigt habe, waren Wildkräuter und Zeug. Und wir haben, wie gesagt, viele Spiele mit Survival und Zeug gemacht. Es hat mich immer gereizt. Und als dann bei Epic dann mal Call of Wild zur Verfügung stand, ich denke, scheiß drauf, wenn es nichts kostet, kann ich nichts falsch machen. Dann habe ich mir das mal gegönnt. Und dann festgestellt, shit, das macht ja mal richtig, richtig, richtig. Wie sagt man, süchtig irgendwie. Und ja. Okay. Ansitzen für Wildschweine, okay. Wie gesagt, das Ansitzen finde ich tatsächlich, also in dem Spiel zumindest, vielleicht finde ich es auch nur schrecklich langweilig, weil ich das Gefühl habe, dass dann ja der Stream sich langweilen muss, wenn du dann nur hockst und halt nur warten kannst, bis dann irgendwann mal was angedackelt kommt. Während beim Pirschen hast du jede Menge zu tun. Du musst Spuren lesen und ja, Zähne kauen, triffst du nicht. Komm schon nah genug. Komme ich nah genug für den Bogen? Das ist schon ein ganz anderes Thema. Deswegen wundert mich auch, dass so viele so furchtbar gern beim Angeln zugucken. Weil eigentlich tust du ja auch nichts anderes, wie die Angel angucken und warten, dass endlich mal was beißen tut.
Ich habe in den letzten 3 Jahren immer wieder mal fasziniert festgestellt, dass es eigentlich so ziemlich nichts gibt, was man spielen kann, was auch nicht irgendjemand interessiert. Das habe ich noch nie erlebt. Irgendwer hat immer Interesse dran. Das musste ich aber erst mal lernen, dass das tatsächlich funktioniert. Und der neue Cola, den wir halt hier haben, ist eigentlich fürs pure Ansitzen gedacht. Du kannst alles Mögliche locken, musst nur warten. Lauter Babytannenbäume. Hier, guck. Na komm schon. Ja, stell dich doch an. So. Hier war wohl mal Holzfäller-Camp oder so. Kann ich da nicht? Ah ne, sah nur so aus. Ganz viel geschlagenes Holz. Ja, mal Stress muss ich nicht haben. Geht dann für mich an Angeln vorbei, wenn Stress wird. Weil Angeln soll ja eigentlich entspannen. Wenn ich Stress will, mache ich 7 Days. Und lass mich vom Publikum nerven. Wenn ich dann Stress brauche, habe ich da mehr als genug. Wenn mich der Chat dann noch ärgern will. So. Könnte mal in die Richtung gehen. Beziehungsweise erstmal da ist ein kleiner See. Aber Angeln soll ja in erster Linie ja entspannen. Und theoretisch kann man dann auch schön gemütlich dabei babbeln. Theoretisch. Und dann in die Richtung. Uhr haben wir denn? 2 Uhr gleich. Hallo Engel, danke für den Kaffee. Future lebt ja auch noch.
sehe schon wieder. Und einmal gestreckt. Morgen muss ich so um 5:30 aufstehen. Das ist voll früh. Du liegst da im Bett rum, na schäm dich. Ja, ollen Schlafmützen. Ich schon wieder verpasst. Na gut. Ja, aber es soll ja schon wieder ein bisschen wärmer werden. Schauen wir mal. Was futtert ihr heute? Knusperfisch mit Kartoffelbrei und Senfsoße. Klingt spannend. Ist er. Der Wildhumpel. Ja, wie gesagt, ein Elchmädchen und ein Puter haben wir ja schon geschossen. Da stehen die nächsten Elche und warten, dass sie dürfen. Das wissen sie nur noch nicht, dass sie das möchten. Die wissen noch nicht, dass sie wollen dürfen. Möchten. Gucken, wie weit die da hinten wechseln. Ganz knapp. Lecker Elch und Puder haben wir bis jetzt. Der Bärenschinken hat noch nicht geklappt. Hier trinken die Hirsche, aber die sind schon weg. Einen Hund ablegen, ihr wisst Bescheid. Ein Schlägi läuft uns die ganze Zeit vor der Kamera rum. Wenn ich hier vorne an den Elch nah genug rankomme, dass ich den
mit dem Bogen schieße, dann kann ich versuchen, noch auf der anderen Seite was zu schießen. Das sollte die nicht aufschrecken. Die Frage ist halt nur, ob ich nah genug rankomme. Im Moment sehe ich ihn nicht mal mehr. Und er stand halt auch hier vorne rum. Da ist er. Erstmal ablegen und dann sehe ich nichts mehr. Das sieht gut aus, würde ich sagen, oder? Nee, falsche Gewehr. Ach ja, das geht ja nicht im Liegen. Und? Bin ich jetzt getroffen oder nicht? Seht ihr die anderen da hinten? Juckt es überhaupt nicht? Der rennt. Ach, da ist noch eine. Die habe ich gar nicht gesehen. Da ist noch ein Weib. Wo ist sie? Seht die gar nicht richtig. Müssen wir nachher gleich zwei Blutspuren nachgucken. Wo hänge ich denn? Ohne Pfeil kann ich nicht schießen. Stäblät. Jetzt dreht sie mir den Bobbes zu. Du bist schon ein dusseliges Vieh. Ich will dir doch keinen zweiten Bobbes schießen. Du hast Gulasch. Oh, Gulasch hätte ich auch noch. Das ist eine Idee. Gulasch und Dinkelnudeln habe ich noch. Paprika habe ich auch da. Könnte ich einen schönen Dingsgulasch machen. Ja, das sieht gut aus. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir was getroffen haben. Das hier merken wir uns. Hier ist immer noch. Also einer muss auf jeden Fall gestorben sein. Seht ihr? Ja, eine Verfärbung. Einer ist auf jeden Fall gestorben. Engelchen macht morgen einen Eintopf. Okay. Klingt doch auch schon mal gut. Ich glaube, das war der Bulle hier, ne? Gulasch wäre eine Idee. Ja, jetzt sind
Die Suppe, die ich gestern machen wollte, musste, habe ich ja eingefroren, weil es mir ja gestern gar nicht gut ging. Und da habe ich dann nur leicht gesüßte Haferflocken gefuttert. Und ganz viel Pfefferminztee getrunken. Hat auf jeden Fall geholfen. Mir geht es heute deutlich besser. Da liegt unsere Beute. Und das ist, wie ich am Pfarrer. Ist der Bulle, oder? Da liegen beide, guck mal. Die sind in dieselbe Richtung geflüchtet. Wie witzig ist das denn? Das ist das Weibchen? Wie nicht die geeignete Munition. Ist der Pfeil so klein? Ist ja schade. Egal, aber es gibt Punkte. Das ist das Weibchen. Die sind gemeinsam geflüchtet. Das ist ja lustig. Das ist aber auch kein Bulle, doch. Ein junger Bulle. Ja, immerhin, ne? Werden sie beide tödlich getroffen? Das ist für mich erstmal wichtig. Bin ich stolz drauf. Das ist immerhin mit dem Bogen. Ihr seht, ich krieg das langsam auch mit dem Bogen hin. Das muss ich mal. Was hat denn der für ein Kaliber? Bis 7. Ah, und die Elche haben 8. Deswegen, ja, aber ja. Future und seine Katzen-Smileys. Sind die anderen noch da? Stolz auf mich. Zwei Elche mit dem Bogen geschossen. Wir werden gut. Wir werden richtig gut. Ah, die Trinkzeit von der Elche ist aber auch schon gleich vorbei. Gut, die zweite Blutspur brauchen wir ja nicht zu suchen, weil wir den Elch ja gefunden haben. Sehr schön. Brrr. Was wird hier angezeigt? Elch oder Hirsch? Hirsche. Und wie man gesehen hat, wir haben den Bullen mit dem Bogen geschossen und das Weib, das nebendran gestanden hat, ist stehen geblieben. Also ist eine nette Art, aus einer Herde gleich mehrere rauszuschießen, wenn man Glück hat. Auf die Art habe ich ja schon mal drei Hirschweiber weggeschossen. Allerdings fehlen mir bei der Herde, wo ich war, immer noch zwei.
Die muss ich irgendwann auch mal erwischen, weil da ist kein Hirschbulle mehr dabei. Und wenn ich die Herde nicht runterschieße, kriege ich keinen neuen Bullen an der Stelle. Gut, dann. Ja, noch ein bisschen. Der Future-Wilderfahrt, traut sich da jemand, eventuell Möwenfutter zu werden? Engelchen? Jetzt tu mal nicht so, Future. Du bist doch derjenige, der letztens Engelchen ganz aus Versehen von Bord geschmissen hat. Ganz aus Versehen. Bin ja ganz vergessen, den Hund zu loben, dass er unsere Beute gefunden hat. Hat er natürlich verdient. Boah, was das ein Suddelwetter ist. Sag jetzt mal nix. Na, na, na. Zumindest, wenn ich meinen Anteil krieg. Ein Luchs? Komm ich doch wieder nicht dran, oder? Luchs habe ich noch nie geschafft, richtig nah ranzukommen. Bis 16 Uhr. Eigentlich müssten die ja noch schlafen. Aber wahrscheinlich, weil der Luchs hier in der Nähe war, sind die nicht mehr da. Okay. Hört ihr das? Der Luchs muss hier sein. Ich sehe ihn aber nicht. Guckst du hoch? Seht ihr irgendwo die Katze?
Der Hund ist nervös. Die muss da oben irgendwo sein. Da guckt der Hund hin und knurrt. Ich sehe sie nicht. Da hat sich was be bewegt. Nee. War Einbildung. Was denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Seht ihr so? Wie nervös der Hund ist. Ist doch nur ein Luchs. Vor dem habe ich ja jetzt keinen Schiss. Aber schießen würde ich ihn gern. Wenn ich das Mistvieh sehen würde. Ich meinen Hund richtig verstehe, muss der hier irgendwo sein. Sie wird nervöser. Drückt mir die Daumen. Das wäre unser erster Luchs. Ich hoffe, ich habe das richtige Kaliber dabei. Ist ja gut, meine Süße. Ist doch nur ein Luchs. Der ist doch harmlos, glaube ich. Ist nicht. Psst, nicht so laut. Erschreck sie nicht. Die süße Katze, ich will sie haben. Er bellt nicht mehr. Er ist still geworden, ne? Die Katze hat sich vom Acker gemacht. Still und leise, der Hund mehr knurrt nicht mehr. So ein Scheiß. Wo ist er? Da ist er! Da ist er! Der Hund hat uns völlig die falsche Richtung gezeigt. Du dummes Vieh! Warum zeigst du nach oben, wenn der die Katze da unten hockt? Schwer helles Fell. Was meint ihr? Bloß die Schnute, Hund. Ah, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich brauche ein anderes Gewehr. Was meint ihr, kriegen wir es so? Das wäre unser erster Luchskinnas. Halt die Schnute. Weil der uns in die falsche Richtung geschickt hat, der Hund.
Hätten wir den beinahe verscheucht. Da er in die andere Richtung guckt, haben wir vielleicht tatsächlich Glück. Wieso wieder nervös wird meine Hündin? Gut. Jetzt wird's nur spannend, ob wir eine getroffen haben. Ich glaube, ich habe einen Kopfschuss gemacht. Da vorne liegt sie. Wir haben sie gekriegt, die Katze. Wir haben sie gekriegt. Die hat nicht mal mitgekriegt, dass er erschossen wird. Ja, wir haben einen Kopfschuss gemacht, seht ihr? Ich habe oben den Wirbel getroffen. Ein Genickschuss. Dummerweise ist die Kugel halt nur durch den Schädel und daher ist die Trophäenwertung natürlich schlecht. Das will ich aber jetzt wissen. Was haben wir jetzt geschossen? Einen Lux. 350 Punkte. Nee, das war's nicht. 18 Punkte. Ja, ist knapp an Silber vorbei. Allerdings fängt Silber erst bei 18,58 an. Also ist nicht wirklich was verloren. Und was ist unser erster? Ein schönes Tier, oder? Und danke, Future. Ein sehr schönes Tier. Echt hübsch aus. Das ist unser erster. Ja, du kriegst dein Lob. Wir haben den ersten Lux. Geil. Es wird doch langsam. Wir werden immer besser. Wir werden immer besser mit unserem Dingsbums. Irgendwann kriegen wir dann auch die ganzen heiß begehrten Sachen wie Diamant und so. Da ich in der Regel nicht so wählerisch bin, was ich schieße, haben wir noch nicht so viel. Bei dem anderen Spiel, Way of the Hunter, da müssen wir ja die Herden richtig aufbauen, dass man gute Beute kriegt. Hier ist es ja relativ egal. Was? Oh, danke schön, Future, für die Bitties. Wow. Danke schön. So. Die Dinger zu bauen gibt halt Punkte. Außerdem gehen sie in die Kartenbewertung rein. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt hier? Index.
New England. 10% erst, oh mein Gott. Jetzt aber eigentlich alle zu weit weg. Und da sieht man wieder unsere Schüsse heute. Ich hier nicht. Boah, der ein geiles Geweih. Guck mal. Guti. Weil wir könnten eigentlich für heute reich sein, eigentlich. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Feierabend, also nochmal dran erinnern, morgen gibt es keinen Stream. Und dann am Donnerstag wieder gegen 12, ne, ist ja Donnerstag. Bis dorthin, ja, macht's euch hübsch, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und seid mir brav.